Guten Abend, Samuel. Guten Abend, Roman. Zu der No-Bilag-Initiative ganz kurz, um was geht es und wie stimmst du ab? Es geht um die Abschaffung der rekordhohen Zwangsgebühren, die sogenannten Bilag-Gebühren. Und äh, wir sind der Ansicht, wir sind vom äh, Komitee ja zu No-Bilag. Wir sind der Ansicht, dass das viel zu teuer ist in der Schweiz und dass viele Menschen, die das gar nicht so benutzen oder überhaupt nicht benutzen, gleich gezwungen sind, das zu zahlen. Und da sind wir dagegen und wir wollen das abschaffen. Also geht's um die Finanzierung der öffentlichen Radio- und Fernsehsender und die Haushaltsabgabe, wo man ja mit dem RTVG knapp angenommen hat, die werden wir ja komplett abschaffen. Genau, wobei man muss sagen beim RTVG, da hat der Bundesrat gesagt, wenn er jetzt Ja sagt, dann wird die Haushaltsabgabe ein bisschen reduziert, das passiert jetzt auch, aber gleich zu wenig. Von dem her, wir man nicht sagen, dass Ja beim RTVG ist grundsätzlich ein Ja zu der Mediasteuer, was jetzt dann wird sie sondern dass ja, das Ja hätte Personen sein können von Personen, die einfach gesagt haben, wir wollen das einfach reduziert haben. Und wir sagen, jetzt tun wir das grundsätzlich zur Diskussion, stellen. Und äh, wenn man das abschaffen will und wir eine Mehrheit haben, dann, äh, dann erübrigt sich die Frage nach dieser Mediensteuer, die wirklich dann alle müssen Medienstür Mediensteuer ist seitdem so in dem Sinne noch nicht, es ist eine Haushaltsabgabe, aber wäre es dann weiterhin möglich, dass der Bund mit Steuergeldern oder sonst irgendwie einen Servicepublik finanzieren würde? Äh, Am Bund, wir sagen in der Initiative staat, dass Subventionen durch den Bund grundsätzlich verboten sind. Es stehen ein paar rechtliche Hintertüren offen, also erstens mal Kantone könnten das weiterhin machen, also Kantone könnten sich zusammenschliessen zu einem Konkordat oder Kanton Graubünden könnte sagen, eine romanische Sendung, das werden wir weiterhin unterstützen, oder alle welchen Kantone könnten sich zusammenschliessen, was umstritten ist, aber nicht in unserem Sinn ist, dass der Bundesrat sagt, wir wollen einzige Sendungen unterstützen und nicht mehr einzelne Sender, sondern wir können zum Beispiel sagen, die Tagesschau ist irgendwie noch wertvoll, die Sendung unterstützen. Äh, es ist nicht in unserem Sinn, aber was Parlamenten für einen Gesetzesentwurf macht, das ist wiederum eine andere Frage. Das Parlament hat übrigens das Recht, das Gesetz zu machen, oder Verfassung widerspricht. Äh, da, wir werden die Debatte natürlich gut verfolgen, ob das in unserem Sinn läuft oder nicht. Aber ich denke, äh, wir, es wird, es wird ein Kompromiss geben und es wird ein kompromissvollen Gesetzesvorschlag geben Und wenn das auf Kantonsebene so passieren, dann ist das auch in unserem Sinn, weil wir sind föderalisten. Wenn Kantone sich miteinander schließen, dann finden wir das in Ordnung. Und gäbe es mir ja zu der neuen no bilag nachher noch ein SAG mit Radio- und Fernsehprogramm in vier Sprachen? Ich denke ja, ob vier oder drei Sprachen ist eine andere Frage. Ich will mich jetzt da bei den das sehe ich schon auch kritisch, allerdings. Ich denke gerade in dem Fall wird eben der Kanton Graubünden äh, wahrscheinlich das weiter unterstützen. SRG gibt es garantiert weiter, weil sie hat viele beliebte Sendungen. Zum Beispiel eine Tagesschau, die kostet 60'000 Franken. Eine Minute Werbung nach der Tagesschau kostet 50'000 Franken. Das heisst, mit drei Minuten haben wir schon 150'000 Franken, gemäß unserer Meinung. Und allen veröffentlichten Zahlen ist das heute schon finanziert. Und die Tagesschau könnte eigentlich weiterlaufen, eins zu eins, wie bis anhin. Auch andere Sendungen können wir im Abo anbieten. Arena kostet zum Beispiel nur 2 Millionen Franken im Jahr. Wenn jetzt 200'000 Leute ein Arena-Abo lösen würden, dann würde das 10 Franken kosten im Jahr. Ich denke, das Interesse bei gewissen Sendungen herrscht ein grosses Interesse unter der Schweizer Bevölkerung. Und all die beliebten Sendungen, auch die wichtigen Sendungen, die wird es unserer Meinung nach weiterhin äh, geben, weil auch die geht macht gute Sendungen und wir denken, äh, die guten Sendungen können sich auch am freien Markt finanzieren. Jetzt ist es aber so, dass sogar das grosse Deutschland mit mehreren privaten Angeboten leistet sich noch einen Service Public. Ist jetzt der Schweizer Markt im Vergleich nicht einfach viel zu klein? Nein, ich denke es nicht. Und wir haben ja ein paar nationale TV-Sender oder regionale TV-Sender, die völlig ohne Beilackgebühren leben. Zum Beispiel Tele Zürich oder auch 3 Plus. Jetzt wird natürlich häufig der Vorwurf laut, ja, äh, gerade jetzt 3 Plus macht noch Trash oder so. Aber das ist ja so, weil die sich gar nicht anders positionieren können. Jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt einen anderen TV-Sender, der sich gleich positionieren würde wie das also qualitativ hoch. wertigere Sendungen macht und jetzt vielleicht tut der neue TV-Sender auch 400 Franken im Jahr kosten. Jetzt ist es aber so, dass niemand zahlt da gerne zweimal einfach 400 Franken. Wenn jetzt SRG, das SRG-Abo schon 450 Franken kostet und du musst das schon zahlen, zwangshaft, dann würdest du nicht einfach ein neues Abo machen äh, für 400 Franken, das du dann zweimal musst zahlen musst. Einmal 450 der SRG und 400 Franken ein an anderen Sender, der sich gleich positioniert. Das heisst, die privaten Sender haben im heutigen Markt keine andere Chance, als als sich in dem sogenannten Trash-Bereich äh, zu positionieren oder halt im Re Regionalbereich, weil die allmächtige SRG ihre Monopolstellung dadurch erreicht, dass sie die, einzig, die einzige, TV-Sender ist, zumindest zu zu Prozentzahl, wo so, so finanziert wird das Zwangsabo. Es ist ein staatliches Zwangsabo für bestimmte Medienkanäle. Oder? Und ich denke, der Bürger ist mündig genug, um selber frei zu wählen, welche, welche Sender, er abonnieren will und welche nicht aber wäre jetzt die riesige SRG auf dem freien Markt nicht so übermächtig, dass sämtliche Privaten gerade untergehen und um mit der Initiative eine Monopolstellung vom SRG ausbauen? Ja, das ist eins von der Horrorszenarien von der Gegner, wohl lustigerweise all den anderen Horrorszenarien widerspricht, dass also man schon alles gehört von der SRG ist nachher übermächtig, bis die SRG verschwindet. nachher äh, ich glaube, die Gegner müssen sich da einmal einige drauf, welches Horrorszenario das sie anwenden wollen. Ja, wir sagen, die no ist eine recht nette Initiative. Es ist wie, wenn du einem einen Dieb sagst, jetzt hör auf, stellen von mir, also von denen, die das nicht hergeben wollen. Aber alles, was du bis jetzt gestohlen hast, darfst du behalten. Das heisst, wir verbieten die SRG nicht. Sie kann die ganze Infrastruktur, die sie hat, behalten. Sie kann ihr treues Stammpublikum behalten, das sie hat. Ich denke, das ist, wie sie wir nachher zum Besten dotiert Start-up der Schweizer Geschichte. Und ja, es hat eine grosse Chance für die SRG, auch wieder zu einem beliebten Unternehmen zu werden. Weil, äh, wenn, wenn SRG freiwillig finanziert wird durch Abos oder durch Werbung gewisse Sendungen, das muss man je nach Sendung vielleicht entscheiden, oder? Aber dann wird Dessergay vielleicht wirklich ein Schweizer, wieder ein schweizerisches, berühmtes Unternehmen. Und das ist eine grosse Chance. Aber es ist auch eine Chance für neue, innovative Fernsehsender, die sich etablieren könnten, weil sie nicht mehr den übermächtigen Konkurrenten haben, der eben ihre Vorteile dadurch bezieht, dass sie es Zwangsabo haben, wo alle zahlen müssen. Jetzt ist es aber so, dass Bundesrat, Parlament, aber auch jene, die Fernseh- und Filmschaffende, über 10.000 Kulturschaffende, äh, die sind alle gegen die nobel initiative und die haben damit ja dem Business eigentlich etwas am Hut. Warum wissen die das besser? Ja, es ist nicht verwunderlich, dass alle Politiker und äh, Prominenten und so weiter gegen die Initiative sind, weil die profitieren natürlich davon. Also, onze Gegnerschaft is wirklich riesig, von, von der Macht her. Weil, wir hebben de grösste Medienkonzern im Land. Wir hebben de driegrösste Medienkonzerne, Rigné, oder, wo mit met SRG verbandelt is, bij Admira, Dan alle Prominenten und Politiker, die Medienprofessoren, Politologen, die profitieren alles von Beilagaufträgen oder Beilagfinanziertenaufträgen. Äh, dan die Prominenten fürchten natürlich um ihre Sendezeit. Politiker, ik zitiere den Gerhard Pfister van de CVP, die eigentlich, äh, der eigenlijk de Anführer des Neilager is, die hebben mal gesagt: Ja, es ik ihm durch de SRG-Leute durchaus mal äh, so indirekt Druck gemacht worden. Wenn sie sich gegen de SRG öffentlich dann schadet sie ihrer Karriere. Das heisst, de SRG hat die Macht, Politiker einfach plötzlich nicht mehr in die Arena einzuladen, nicht mehr zu befragen. Und Politiker, äh, die, die können sich das gar nicht anders leisten als sich. Für die SRG aussprechen, wenn sie noch weiterhin ihre Sendezeit erhalten, solange es die SRG in dieser Form noch gibt? Noch zu den regionalen TV und Radiostationen. Dort haben wir regionale News. Man kann sich beim Ombudsmann beschweren. Radios spielen mehr Schweizer Musik. Also nur Vorteil für die Schweiz bei den regionalen Sendern. Die Unterstützung werden die ebenfalls streichen. Gut, es ist zo, so, bis 2007 hebben alle regionalen äh, Fernsehsender und Radiosender gar niet bekommen. Der Moritz Leuenberger heeft dan äh, neu eingeführt, dass die jetzt auch noch Geld bekommen. Also, die Privaten kommen heute jetzt etwa 60 Millionen über van die 1,3 Milliarden. Und man, man kann es nicht anders sagen, das war von uns aus Bestechungsgeld. Gewesen, dafür, dass die ihre Millionen jetzt auch noch kommen, bekommen, aber dafür ruhig sind und nicht gegen Tessen gehen, sagen. und äh, ich glaube das, ist, das geht auch ohne es gibt viele Sender die jetzt keine Beilag-Millionen bekommen dann gibt es solche, die was bekommen das ist auch völlig willkürlich wer jetzt da eigentlich bekommt und wer nicht wie gesagt, im Kanton Zürich da haben wir jetzt tele Zürich, wo nöd bekommt, aber tele Top, die bekommt. Und das ist, das ist einfach ein politischer Entscheid, wer ist jetzt in der Region kommt jetzt das über und wer nicht. Und wir glauben am freien Wettbewerb, wo alle mit gleich langen Spiels äh, startet und sich müssen, äh, bei den Konsumenten beriebt machen, nicht bei gewissen Politikern oder äh, Bundesamt-Funktionär, wo dann entscheiden. Und wir glauben äh, die Regional-TVs und Radios, die sollen jetzt die haben Angst vor dem Publikum, wenn sie sich gegen unsere Initiativen aussprechen. Die haben sich bequem eingerichtet mit den paar Millionen, die noch für sie abfällt. Wir glauben, es ist aber eine Chance für innovative Unternehmer unter denen. Und darum finden wir es gut und denken, es kann, kann der Medienlandschaft Schweiz nicht schaden, wenn er dort für das Publikum entscheidet und nicht einzelnen einzelne Funktionäre. Aber gleich noch zu der Geschichte mit dem Ombudsmann, also die unabhängige Stelle. Jetzt sind ihr ja mit der zweiten Arena zu der No-Bilag nicht einverstanden gewesen. Beschweret euch also bei dem Ombudsmann. Ohne den Bilag und dieser dementsprechend freie SRG könntet ihr lediglich nach dem Strafrecht vorgehen. Also die unabhängigen stand gibt es ja nicht mehr. Ihr wollt die abschaffen, macht jetzt aber Gebrauch davon. Gut, solange wir Zwangsabonnenten sind von dem einen Konzern, ist es natürlich sehr wesentlich, dass die SRG unabhängig und neutral bricht. Was aber unserer Meinung nach Zurzeit überhaupt nicht der Fall ist. Zurzeit ist das halt ein verpolitisiertes Unternehmen. Mit übrigens 70% Journalisten, die sich zur linken Seite bekennen, gemäss Umfragen. Und das wäre ein im freien Markt zum Beispiel alles gar kein Problem. Niemand hat etwas dagegen, wenn zum Beispiel bei der WOTS 100% linke Journalisten arbeiten. Oder wenn die eben nicht ganz unabhängig berichten und so weiter aber wenn wir jetzt alle die worts zwangsabonnieren und so weiter, dann ist es eben eine sehr wolle Frage, äh, ist da neutral und unabhängig gehandelt worden? Und wir erkennen das bei der SRG nicht. Wobei ich muss auch persönlich sagen, ich bin im Prinzip ein fester Mensch. Ich werde sagen, irgendwie die SRG in der heutigen Form mit Zwangsabonnieren, wenn die jetzt zu hundert meiner Meinung würden ich, äh, ich will nicht andere Leute zwingen, dass sie jetzt etwas abonnieren müssen abonnieren, wo nur ich gut finde und die finden es vielleicht nicht gut. Also, um mich der Auto. ich arbeite bei der Weltwoche und ich bin dagegen, dass die Weltwoche zum Zwangsabo wird für jeden in der Schweiz, weil jeder ein Empfangsgerät daheim hat, nämlich einen Briefkasten. Und alle, auch die, die nicht dafür zahlen dafür wollen, die müssen die Weltwoche empfangen und dafür zahlen. Und von dem her, solange, die dem, solange es die SRG dem Zwangsabo gibt, ist natürlich auch ein kleinerer Kampf, äh, um zu schauen, dass die möglichst doch unabhängig berichtet, äh, trotz der klaren Schlagseite, die sie hat heute hat. Noch zu den Kosten. Es wird jetzt ja gesenkt, also 2019 gesenkt auf die 365 Franken, der berühmte Franken am Tag. Das macht für eine fünfköpfige Familie, weil es so eben eine Haushaltsabgabe ist, noch 20 Rappen pro Person. Also vom guten nacht über die Musik, Fußball, Nachrichten bis zum Spielfilm. Ein unschlagbarer Preis. Wenn man das alles je im Abo lösen müsste, wird es doch viel teurer. Also 365 Franken ist immer noch ein sehr grosser Betrag, man muss ja sagen, alles was jetzt gesenkt wird bei den Konsumenten, wird nachher bei den Unternehmern wieder hineingeholt, weil dann ihre Abgaben steigen, die zahlen nachher bis zu 35'000, die ganz grossen Unternehmer, äh, obwohl Unternehmer, die, 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 die schaut dann niemand das Fernsehen oder Los äh, Radio oder, oder äh, sollte zumindest nicht während der Arbeitszeit sich allzu gross ablenken was ist 365 Franken? Für etwas, das ich nicht konsumiere, ist immer noch ein sehr grosser Betrag. Ich meine, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit einem Netflix-Preis. Netflix nicht konsumieren, kostet 0 Franken. SRG nicht konsumieren, kostet immer noch 365 Franken für eine Dienstleistung, die man nicht bestellt hat. Von dem her immer noch viel zu viel für Gelegenheitskonsumenten, die wahrscheinlich weniger, wen, äh, viel günstiger fahren würden, wenn sie jetzt nur ihre Lieblingssendung abonnieren würden oder eine Tagesschau schauen würden, also, wie ich vorhin gezeigt habe, wäre die Tagesschau eigentlich durch Werbung finanziert. Meine Grosseltern zum Beispiel sind grosse SRG-Fans, die schauen jeden Tag einfach die Tagesschau und das Meteo. Und ich habe gesagt, Schaut, also heute zahlen einfach 450 Franken und nachher würden ihr 0 Franken zahlen und hätten wahrscheinlich noch die, die gleiche Leistung. Oder? Weil das, was sie jetzt konsumieren, das wird sich auch anders finanzieren lassen. Also auch SRG-Gelegenheitsnutzer würden wahrscheinlich die meisten, die allermeisten, finanziell besser fahren, nach unserer Initiative. Noch zu einem ganz spezifischen Thema, zu den Untertiteln und Audio description für Menschen mit Behinderung. Wenn jetzt das den Märkten nicht würde hergehen, dürfte der Bund die Dienstleistung im Sinne des Gleichstellungsgrundsatzes weiterhin unterstützen, also finanziell fördern, auch mit dieser Initiative? Äh, das ist jetzt rechtlich Heikle Frage. Ich weiss es nicht. Ich weiss nur, der Bund kann natürlich diesen Menschen über andere Bundesgesetze, die nicht Radio und Fernsehen betreffen, helfen. Ich denke, das dat in einer gesetzlichen Umsetzung drin liegen. dass man entsprechende Untertitel äh, über einen anderen Budgetposten kann finanzieren. Es ist übrigens auch so im freien Markt äh, wird das rund das eine längere mehr auf YouTube haben sie schon automatisch die ganzen Untertitel. Äh, Ein intelligenter Algorithmus zu das Untertitel auf Netflix sowieso viele Leute lernen Englisch damit oder lernen Deutsch damit, wenn es Fremdsprachige sind. Das ist alles schon Untertitelt und äh, das wird in der Zukunft sein, ob jetzt da der Bund irgendwie aktiviert oder nicht, dass alle, dass alle Sendungen zukünftig die werden auch digital gestreamt in Zukunft. Die werden zukünftig alle automatisch untertitelt sein. Dann gleich noch zum Verfassungsauftrag, wo ihr ja eigentlich streichen wollt. Wäre jetzt im Zeitalter von Social Media, Fake News und irgendwelchen Hackerangriffen nicht eine unabhängige Instanz wie ein SAG besonders wichtig? Gut, das SRG ist nicht unabhängig, es ist höchst staatsabhängig. Der Bundesrat äh, bestimmt zwei Verwaltungsräte von der SRG. Er äh, tut Gebührenhöhe festlegen und es ist Untersuchung. Äh, das die SRG tut einfach sehr, sehr staatsfreundlich. Berichte. Also kein Bundesrat zittert vor der harten Recherche von der SRG. Und von dem her ist es nicht unabhängig. Äh, ich glaube, die Konsumenten sind mündig genug, zu sagen, was sie für die Bedürfnisse haben und entsprechende Zeitungen, wo halt ihrer Meinung nach unabhängig bricht, selber zu abonnieren und wenn das eben nicht mehr dem entspricht, was sie für unabhängig erachtet, wenn merkt, hey, sie merken, es hat einen Überhang an links oder einen Überhang an rechts, dann werden sie zu einem anderen Produkt wechseln. Ich meine, das Bedürfnis der Menschen bestimmt, was angeboten wird und nicht irgendwelche Verfassungsartikel. Also die Operation Libero spricht immer auf den Verfassungsartikel drauf an, der logischerweise wegfällt, weil er einfach völlig überflüssig ist, dass ich das irgendwie die, die Fernsehanstalt die SRG muss unabhängig sein und vielfältig. Aber ich meine, es steht auch in der Verfassung, dass es intelligente Bücher äh, muss geben muss, die alle allen Landesteilen verkauft werden. Nein, es gibt einfach intelligente Bücher, die in allen Landesteilen verkauft werden, weil es ein Bedürfnis gibt nach intelligenten Büchern. Äh, es, mit einem Verfassungsartikel schafft man ein neues Produkt. Ich meine, die Leute, die irgendwie das als Argument anführen, die würden auch glauben, wenn in der Bundesverfassung würde stehen, dass die Sonne jeden Morgen aufgehen soll, die würden glauben, die Sonne geht jeden Morgen auf, wegen dem Verfassungsartikel, weil das in der Schweizer Verfassung steht. Nein, das ist eine völlige Ursache, Wirkung, Verkennung. Ich glaube, die Leute haben das Bedürfnis nach intelligenter, vielfältiger, qualitativ hochstehender äh, Literatur und auch Medienkanal und Zeitungen und Zeitschriften und, de und wegen denen gibt es entsprechende Angebot und nicht weil das der Bund irgendwo Verfassung schreibt. Gehen wir noch ein bisschen weiter auf das Argument der Gegnerin dieser Vorlage. Gibt es dort deiner Meinung nach Fake News, Fehlinformationen, Übertreibungen? Wie schätzt du die Kampagne der Gegnerin? Ja, die SRG hat sich jetzt darauf versteift, zu sagen, ja, wir machen den Laden dicht, gerade sofort, wenn die Abstimmung angenommen wird das kommunizieren, zuerst schon seit Monaten, auch wenn wir aufzeigen, hey, es ist ja nicht rentabel für euch eine Tagesschau zu schliessen oder, oder irgendwie eine Arena mit so vielen Zuschauern, die eigentlich günstig produziert werden kann. Das ist für uns ein völlig Horrorszenario. Es, es ist jetzt auch in den letzten Tagen vermehrt herausgekommen, dass es eben doch Plan b Spiel gibt, dass das sie eben doch nicht einfach so. Das geht übrigens auch rechtlich nicht, oder? Es ist ein Verein, oder? Da könnt ihr nicht einfach am einen auf den anderen Tag zu, zugehen. Also, solange der Gesetzesartikel äh, zum Fernsehgesetz existiert, könnt ihr nicht einfach äh, zu machen. Und äh, mit der neuen Umsetzung, je nachdem, wie das Parlament das umsetzt, kannst du auch nicht einfach zu machen. Also, das da, da ist einfach ein Horrorszenario, um den Leuten zu sagen, äh, wir, 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 ja, wir, wir senden nimmer, wenn, wenn das ja gibt. Aber äh, das, das ist von, von uns aus gesehen völlig vermessen und, und auch nicht überhaupt. Jeder, kein so Unternehmen würde so trotz Reaktion machen. Und vielleicht noch: Was wäre die schwerwiegendste Konsequenz, wenn jetzt die Initiativen abgelehnt werden? Gut, es ist absehbar, wenn die Initiativen abgelehnt wird, dann wird es weitergehen wie bisher. Es wird nicht über die SRG diskutiert werden, sie wird nicht kleiner bleiben, sie wird nicht kleiner werden. Äh, Im Gegenteil, äh, die Gebühren werden früher oder später wieder erhöht werden, weil alle werden sich auf den Abstimmungsentscheid berufen und sagen, ja, schau, das Volk hat klar gesagt, wir stehen hinter dem SRG. Also klar, vielleicht mit 55%, wenn es irgendwie, oder 51%, wenn es knapp wird, werden, aber alle würden sich immer auf der Entscheid berufen und sagen, voll Quelle SRG sie werden der größere SRG und so weiter also im, im schlimmsten Fall geht die Wachstum also das Wachstum von SRG nur schnell zwei Zahlen 1980 300 Millionen Gebühreninnahme und 1990 waren wir bei 540 Millionen. Etwa, und jetzt sind wir bei 1,2 Milliarden. Also, das Wachstum ist so gegangen, viel schneller als das Wirtschaftswachstum oder die Inflation. Und das Wachstum wird weitergehen, wenn das Volk einmal ein klares Zeichen setzt und sagt Ja zur Abschaffung dieser Zwangsgebühren. Und gibt es jetzt auch noch etwas zu dieser Initiative, die du gerne würdest sagen, wo ich dich aber nicht gefragt habe? Ja, was mich am meisten erstaunt, ist eigentlich immer die Empathielosigkeit jetzt von den SRG-Mitarbeitern und Hardcore-Fans uns Nicht-Konsumenten gegenüber. Also, dass man so überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass wir es nicht so lustig finden, für etwas zu zahlen, was mir nicht konsumieren. Ich meine, das hat ja nichts mit Solidarität zu tun. SRG-Fans sind nicht irgendwie ärmer als SRG-Nicht-Nutzer. Das ist einfach eine von denen, die jetzt halt vielleicht lieber lesen, zu denen, wo jetzt lieber den Fernsehen schauen. Also das ist völlig nicht mit Solidarität unter irgendwie verschiedenen Einkommensgruppen, sondern einfach zwischen verschiedenen Hobbys sozusagen. Und jetzt wird es so da, wie wenn wir Nicht-Konsumenten der SRG-Hardcore-Fans irgendwas wegnehmen wollen. Dabei ist es umgekehrt. Seit Jahren, seit Jahren wird uns SRG-Nicht-Konsumenten konkret 450 Franken im Jahr weggenommen, jedes Jahr wieder. Is eigenlijk einfach een nette Initiative, die niets anders wil als terug naar neutralen neutrale punt, waar niemand iets anderen irgendetwas wegnimmt. wegneemt. Veel dank. Dank je